Die Tür ist nicht offen. Hier habe ich... Keine Ahnung, was das ist. Was das für Schreie sind. So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Far Out hier auf meinem Kanal. Und Leute, vielen Dank dafür. Also, ich hätte nicht gedacht, dass der erste Teil so krass einschlägt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einer der ersten bin, die das Spiel reviewed haben. Und ich habe gedacht, hey, das ist so gut angekommen, ich mache noch einen zweiten Part. Und ich habe mich sogar auch ein klein wenig darauf vorbereitet. Ich war ein bisschen auf der Seite von den Machern von dem Spiel, um ein bisschen Informationen rauszufinden, was man hier noch alles machen kann, weil das schon relativ komplex ist, habe ich mitgekriegt. Und ich habe ein paar kleine Tipps und ein paar kleine Tricks mir zusammengesammelt, die wir jetzt zusammen in dem Teil mal zusammen ausprobieren. Als nächstes gehen wir mal das Thema an, dass wir da nackig durch die Gegend laufen, meine Freunde. Und ich habe ja gesagt, das ist nicht gut, weil da oben ist es kalt und das gefällt uns nicht. Deswegen schlage ich mal vor, dass wir, jetzt muss ich kurz überlegen, wo wir hier sind. Genau. Wir müssen nochmal zurück zu unserem Startpunkt. Der ist hier, genau. Und hier haben wir in allererster Linie erstmal einen eigenen Spind, den wir auch aufmachen können. Und da haben wir erstmal eine Fackel. So. Ist wieder Licht. Aber das kennen wir ja schon, ich weiß. Und, jetzt können wir auch nochmal ein paar Medikamente nehmen. Die sind dafür da, dass wir angeblich etwas, besser sehen und, auch etwas besser laufen können. Und in zweiter Linie, ich meine, darauf muss man echt mal kommen, haben wir hier auf dem Display unseren persönlichen Sicherheitscode. 237, den müssen wir uns merken. Den schreibe ich mir auch mal ganz schnell auf, hier schnell auf die Kralle. 237, den brauchen wir dann nämlich später noch. Genau. Um überhaupt hier so ein bisschen interagieren zu können. Die anderen Türen hier sind alle verschlossen. Da können wir auch mal kurz reingucken. Da sehen wir dann eigentlich noch die anderen Crewmitglieder. Die liegen da irgendwie drin. Was mit dem seine Hand ist, weiß ich auch nicht. Aber hier ist auf jeden Fall irgendetwas passiert auf dem Schiff. Und wir haben es ja auch schon im ersten Part gesehen. Schreie waren zu hören und hier musst du einfach, also hier wirst du wirklich einfach auf die Welt geworfen sozusagen. Du musst alles selber rausfinden und viel wird dir echt nicht geholfen. Und man muss halt wirklich aufpassen und gut lesen und auch wirklich auf die kleinsten Details achten, um hier ein bisschen weiterzukommen. Hier fehlt einer. Was mit dem ist, müssen wir noch herausfinden. Und ich glaube, hier der ist auch, oder die, ich weiß es gerade gar nicht, die müsste noch da drinnen liegen. Genau, der geht es aber anscheinend ein bisschen besser. Die hat nicht so eine komische Kralle. Genau. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir als nächstes uns, genau, hier in den Raum begeben. Und zwar können wir hier nämlich duschen gehen erstmal. Genau. Shower Control. Jetzt können wir da die Dusche aufmachen. Und gucken wir uns erstmal den Schmutz von der Backe waschen. So, ich will da rein. Das geht sogar. Tipptopp. Jetzt können wir erstmal eine Runde duschen gehen. Wer weiß, wie lange wir schon in unserer komischen Kapsel gelegen haben. Ah ja, genau. Und hierfür brauchen wir jetzt auch den Code. 237 war das gewesen. Jetzt können wir uns auch ein paar Kleider nämlich besorgen. Tipptopp. So. Sehr schön. Ich würde aber gerne... Genau. Jetzt können wir den Code eingeben. 2, 3, 7. Enter. Gut. Da ist ein Ball rausgeflogen. Warte mal her. Kann ich den nehmen? Den hochheben. Und jetzt? Bam! Cool. Okay. Kleider. Perfekt. Hier oben haben wir noch ein bisschen was. Den Rest können wir, glaube ich, nicht groß gebrauchen. Hier haben wir Games auf einer Diskette. Ich glaube, wir befinden uns irgendwie hier so im Jahr 2220 und da gibt es noch Disketten. Aber okay. Das lassen wir mal so stehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Kleider an, wie man hier sieht. Und geduscht haben wir auch. Das ist natürlich auch wunderschön. Das erquickt uns, meine Freunde. Als nächstes müssen wir schauen,
dass wir jetzt die Räume, da muss ich jetzt halt selber ein bisschen gucken, dass wir jetzt noch die verschiedenen Räume freischalten, um herauszufinden, was denn hier so alles abgeht. Okay. Das kennen wir alles schon. Da waren wir das letzte Mal ja gewesen, hier in der Küche, sagen wir mal Küche, genau. Machen wir uns noch schnell einen Kaffee. Wir sehen ja auch überall so, so Fackeln rumliegen, also falls unsere leer gehen sollte, die geht übrigens auch leer. Aber die hält ein bisschen länger als, bei The Nightfall. Da kann man die einfach austauschen. So, und jetzt können wir auch sprinten, da wir den Kaffee getrunken haben. Sehr schön. Jetzt müssen wir gucken, dass wir... Guck mal, ein Staubsauger hier. Kann man den anschalten? Nee, geht nicht. Können wir einen auf Mythbusters machen hier? Ghostbusters meine ich. So, sehr schön. Okay, dann begeben wir uns mal auf die, sag schon, auf die Brücke hier, auf die kleine, also Brücke, Kommandozentrale. Und da können wir uns hier auf den Stuhl nämlich draufsetzen. Und du. So. Können wir den Computer mal starten? Gut. Als erstes tun wir mal, jetzt können wir hier die verschiedenen Bildschirme aufrufen. Ich habe mich halt mit dem Computer hier ein klein wenig auseinandergesetzt, weil das ist halt wirklich mega komplex. Hier sehen wir die Crewmitglieder. Alles Mögliche, was wir hier sehen. Alter, bla bla bla. Genau. Genau, und der Status hier aktiv. In Stasis. Und der hier oben, der Mike, ist unbekannt, was mit dem los ist. Und jetzt können wir, er hat es ja auch gerade gesagt, wir sollen den Power-Modus auf hochstellen. Und das können wir am besten, ich glaube, hier machen. Modus. Und damit wir auch ein bisschen mehr Energie haben hier auf dem Schiff. Gut. Jetzt brauchen wir hier unsere Sicherheits-ID, die steht hier ganz unten. Also wie gesagt, 5589. Ich musste mich halt wirklich ein bisschen damit auseinandersetzen, damit wir hier nicht die ganze Zeit... Also ich habe mich sicher nochmal eine Stunde jetzt hier drin rumbewegt, um zu gucken, wie es hier ein bisschen weitergeht. Weil sonst wären wir halt echt weg da. Stundenlang hier durch die Gegend gelaufen. Jetzt müsste auch gleich der Strom wieder starten. Warning. Fire source has been detected. Launching automatic fire extinguishing system. Error. Automatic fire extinguishing system is offline. Enact all action of self-preservation. Oh, das ist jetzt gerade gar nicht gut. Das wollte ich ja auch nicht mal. Ich wollte... Oh Gott. Jetzt muss ich gerade selber erstmal gucken, was ich hier machen muss. Aufstehen. Wir hören auch wieder die Schreie von irgendwo. Was ist los? Oh, da hinten brennt's. Oh, das ist natürlich gar nicht gut. Das können wir bekämpfen, indem wir einen Feuerlöscher holen. Den wir hier haben. Boah, ich sehe ja fast gar nichts hier. Ja. Komm schon. Oh, nein! Hat's uns gegrillt oder was? Scheiße! Ich glaube, wir sind gestorben. Nein, wir sind einfach gestorben. Gar nicht gut, gar nicht gut. Müssen wir halt nochmal probieren. Bin mal gespannt, wo wir jetzt starten.
Wir starten wieder bei uns in der Kapsel. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Sind wir aber wieder nackt, gell? Nee, Kleider haben wir an, oder? Nee, wir sind immer noch nackt. Okay. Müssen wir das jetzt gerade nochmal wiederholen? Das hätte nämlich nicht passieren dürfen. Ah, verdammt, wir müssen uns nochmal den Sicherheitscode. Ich nehme an, dass wir jetzt inzwischen wieder einen anderen haben. Der wechselt nämlich, glaube ich, jedes Mal. 2, 3, 7. Nee, ist derselbe. Hier hören wir schon wieder die Schreie irgendwo her. So, 2, 3, 7. Nein! Oh! Ich depp. Das ist ja schon offen gewesen. So. Also. Aber ich weiß halt wirklich noch nicht. Sektor 3. Also das sind die verschiedenen Sektoren, wo wir rein müssen. 1 und 2 können wir... Sektor 1 und 2, die sind bereits geöffnet. Da kommen wir auch rein. Nur Sektor 3 und 4, da müssen wir erst noch reinkommen. Beziehungsweise Sektor 3 kommen wir rein, eben indem wir dieses Feuer dort löschen. Gehen wir nochmal auf die Brücke. Nochmal schnell hier draufsetzen. So. Also, schauen wir noch mal kurz. Modus war das gewesen, genau. Und jetzt, auf High. Unseren Code eingeben. Oh, den habe ich gerade nicht im Kopf. Ah, scheiße. Was war denn der Nummer? 8, 3, 4, 8 oder so. 8 oder 8, 2, 4, 8, glaube ich. Oh, jetzt müssen wir das nochmal schnell gucken. Info. Display. Genau. Oh, wir haben schon wieder einen neuen. 5, 5, 8, 9. Okay. Ship. Modus. Und auf High stellen. 5589. 5589. So, bestätigen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Feuer da wieder ausbricht. Oh, jetzt hat's funktioniert. Geil. Hier sehen wir auch, die Sektoren, welche offen sind und welche nicht. 1 und 2 sind unlocked und 3 und 4 müssen wir noch aufkriegen. Genau. Den Rest weiß ich jetzt leider selber noch nicht, was man hier machen muss. Auf jeden Fall haben wir jetzt, wie gesagt, die Energie auf voll gestellt. Das wollte er ja. Ich glaube, hier oben ist immer noch... Ja, da oben ist auch zu, leider. Sieht man ja da rot. Brauchen wir trotzdem noch ein bisschen Licht. So. Und hier kommen wir jetzt, glaube ich, noch nicht rein. Sektor 3. Nee, kommen wir nicht. Okay, das funktioniert jetzt nämlich. Aber wir laufen immer noch so langsam. Ich glaube, wir sollten schnell einen Kaffee trinken gehen. Weil dann haben wir mehr Energie und dann passt das. Ich gehe mal schnell nochmal in die Küche. Oh, habe ich mich erschreckt jetzt schon wieder. So. Weil wir ja gestorben sind. So, schnell einen Kaffee trinken. Okay. So. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Gut, wie wir jetzt in Sektor 3 reinkommen, das habe ich ja noch... Was war das eigentlich? Das habe ich noch herausgefunden. Und zwar können wir hier irgendwie die Leitungen überhitzen.
So, jetzt können wir dann nochmal drehen. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Not. Also irgendwo brennt es jetzt und die haben deswegen jetzt die Tür aufgemacht. Da unten brennt es, okay. Jetzt brauchen wir einen Feuerlöscher nochmal. Hat sie gerade einen? Ne, hier ist keiner. Okay, jetzt müssen wir nochmal schnell auf die Brücke und schnell einen Feuerlöscher holen. Komm schon. So, jetzt nochmal einen Feuerlöscher. Diesmal dürfen wir nicht verrecken dabei. Ein bisschen Abstand halten vielleicht. So, das sollte, glaube ich, reichen. Yes, das hat gereicht, glaube ich. Ah, sehr schön. Jetzt hat er... jetzt hat gerade die der Computer gesagt, dass der Modus wieder auf, in regulären Modus gestellt wird. Vielleicht sollte man jetzt wieder auf hoch stellen, damit wir weiterkommen. Muss ich mal gucken. Weil weiter wie bis hier bin ich jetzt leider auch noch nicht gekommen. Jetzt sind wir in Sektor 3, aber noch nicht in Sektor 4. Also, gehen wir jetzt nochmal zurück an den Computer. Ich hoffe, dass die Tür da nicht dann wieder verschlossen ist. Jetzt schauen wir mal nach gleich. Also, jetzt gehen wir hier auf Ship. Mode. Und auf High. Ah. Leute, jetzt habe ich schon wieder den scheiß Code vergessen. Info. Mach mal, komm. Display. 5589, okay. Chip. 5589. 5589, so. 5589. Also wie gesagt, man muss hier halt echt ein bisschen mit überlegen. Und ansonsten dauert es halt wirklich ewig. Deswegen habe ich mich halt auch, wie gesagt, ein bisschen vorbereitet. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Yes! Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Tür noch offen ist zu Sektor 3. Damit wir jetzt einen Weg herausfinden können zu Sektor 4. So, schauen wir mal. Bitte ist die offen. Ja, die ist offen. Okay, jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu Sektor 4? Das ist nämlich hier, Hangar. Die Tür ist nicht offen. Hier habe ich... Keine Ahnung, was das ist. Was das für Schreie sind. Ich habe nur gesehen, dass ich hier drinne, die kann man rausziehen, irgendwelche außerirdischen Lebensformen befinden. Aber wir können auch nicht viel damit machen. Scheiße, ich habe meine Lampe, glaube ich, gerade kaputt gemacht. Ja. Okay. Die kann man hier so rausziehen. Seht ihr, da oben sind irgendwelche Lebensformen. Das kann man höchstens noch drehen. Aber, ich glaube, das ist wirklich nur so zum Angucken. Scheiße, ich brauche wieder meine Taschenlampe wieder haben. Okay, gucken wir mal, ob hier einer rumliegt. Ich habe nur das Teil hier, aber keine Ahnung, was das ist. Und hier kann ich jetzt, genau, so Rettungskapseln kann ich jetzt rausholen und kann damit wegfliegen. Aber wenn ich das mache, ist das Spiel beendet. Dann ist es fertig. Dann kommen wirklich noch die, die Credits am Ende und dann ist das Spiel beendet. Und es kann ja nicht sein, dass das jetzt schon fertig ist. Da kann ich nämlich hier aktivieren. So.
und irgendwie... Genau, so die Rettungskapsel hier rausfahren. Okay. Verdammt. Okay, Leute. Ich glaube, dass ich im nächsten Part jetzt vielleicht weiter ausprobieren werde. Weil wir sind jetzt doch schon wieder bei 22 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wenn ja, gebt mir doch eine positive Bewertung, einen Daumen nach oben oder ein schönes Kommentar. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich finde es super, dass ihr mich so krass supportet habt bis jetzt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part wieder ein. Und bis dann würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Danke fürs Zusehen. Ciao, euer Nier.